Ich würde ja sehr gerne noch das Läuten der Glocken abwarten, bis wir starten, aber ich glaube, es dauert heute länger. Ein ganz herzliches Willkommen im Konferenzraum, Besucherzentrum des DDR-Museums. Mein Name ist Gordon von Gudin, bin hier der Direktor und freue mich, Sie so zahlreich heute zu begrüßen. Nicht selbstverständlich, haben noch die sommerlichen Temperaturen sehr dazu beigetragen, dass viele das Jenseits suchen. Wir befinden uns aber heute diesseits der Mauer. Der Spruch darf erlaubt sein. Also ich freue mich sehr, das DDR-Museum seit 1. April wieder eröffnet, nachdem hier der Aquadom geplatzt ist. Sie haben sicherlich den Medien entnommen. Wir freuen uns darüber, dass wir viele Besucher wieder begrüßen dürfen und vor allen Dingen auch unsere neue Ausstellung, ersten Ausstellungsteil, ursprünglich von 2006, überarbeiten konnten und innerhalb von 3,5 Monaten das Thema DDR der neuen, jungen Generation sehr viel näher bringen als zuvor. Ich denke, das hat besonders mein Team natürlich sehr gut gemacht und gemeistert und die Besucherzahlen sprechen für sich. Heute, ganz herzlich willkommen, Katja Heuer, Autorin und Gästin, Sören Marotz werden beide heute auf der Bühne sein und ein Gespräch führen. Von daher stellt uns Katja Heuer ihr Buch vor. Danach folgt das Bühnengespräch mit Sören Marotz und für Ihre Fragen bleibt danach hoffentlich ausreichend Zeit, weil ich glaube, es brennt jedem unter den Nägeln. Wir sind heute nicht live bei YouTube, aber wir werden die Veranstaltung aufzeichnen und bei uns ins Archiv stellen. Es wird also auch nachzulesen sein. Katja Heuer ist 1985 in Guben, ich habe auch Strausberg gelesen, aber ich glaube Guben stimmt, geboren. Sie studierte in Jena Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität und ging danach nach England. Dort kommentiert sie unter anderem für die BBC, den Telegraph, den Spectator, denke ich mal, soll das heißen, geschichtliche und politische Themen und sie forscht am King's College London und ist Fellow, hoffentlich erklärt sie noch, was ein Fellow ist, der Royal Historical Society. Als Kolumnistin der Washington Post schreibt sie regelmäßig über deutsche und europäische Geschichte und Politik. Und ihr erstes Buch, Blood and Iron, The Rise and Fall of the German Empire, 1871 bis 1918, wurde von der Kritik gefeiert. Heute geht es aber um ihr jüngstes und aktuelles Werk, das heißt im Original Beyond the Wall, ist in UK auch zunächst erschienen und ist im Deutschen übersetzt, Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR, 1945 bis 1990. Ich denke, das gibt auch den Standpunkt vor und die Perspektive, aus der heraus das Werk stammt. Ja, und die Urteile, Sie haben sich sicherlich selbst davon überzeugen können, fallen sehr, sehr unterschiedlich aus. Das ist eine kontroverse Diskussion. Geschichte ist, könnte man denken, feststehend. Tatsächlich merken wir aber, es ist auch dynamisch. Der Blickpunkt auf die Geschichte zurück ist ein Stück weit auch immer die Geschichte zu dem Zeitpunkt, wo man über die Geschichte spricht. Ich habe es mit großem Interesse gelesen, das Buch. Hat bestimmt 4 Wochen gedauert, also ich bin auch nicht der schnellste Leser. Fand es sehr spannend, weil es eben Einblicke gibt in die Vorzeit. Ja, wie ist die KPD und die Schergen der DDR, wie sind die in Moskau groß geworden, unter welchen Bedingungen im Stalinismus, wie haben die sich verhalten, wessen Geisteskind waren sie tatsächlich und wie ist es dazu gekommen? Das fand ich sehr interessant. Von daher, denke ich, ist auch die Brücke zum DDR-Museum geschlagen und wir freuen uns wirklich, dass wir den Gesprächsabend heute hier bei uns haben. Durch den Abend führt Sören Marotz, 73 in Berlin-Pankow geboren, hat Wissenschaft und Technikgeschichte studiert, Geografie, neueste Geschichte an der TU und der HU und ist seit 2013 hier bei uns wissenschaftlicher Sammlungsleiter zunächst und avancierte zum Ausstellungsleiter und hat ganz viele Sonderausstellungen und Dauerausstellungen bei uns eröffnet, kuratiert und ich freue mich auf den Abend. Darf noch sagen, kurz zum Housekeeping, wir haben 2 Toiletten, bitte abschließen, nicht vergessen. Ja? Das sage ich immer gern. Ja, von daher übergebe ich das Wort an Katja Heuer, wünsche uns allen einen schönen Abend, herzlich willkommen.
Ja, ich bin ein kleines bisschen kleiner. Okay, ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und über die DDR sprechen darf, vermutlich mit vielen Menschen, die davon mehr miterlebt haben als ich mit meinen 4, 5 Jahren. Aber dazu kommen wir auch gleich nochmal auf meine Perspektive. Anfangen möchte ich mit den Worten von Angela Merkel, der vielleicht berühmtesten Ex-Bürgerin der DDR, wie ich das auch im Buch tue, weil ich finde, dass diese Worte immer wieder relevant sind und gerade auch im Blick der aktuellen Debatte wieder relevant geworden sind. Und zwar sagte sie Folgendes im Jahre 2005, als sie Kanzlerin wurde. Es ist offenbar unheimlich schwer, heute zu verstehen und begreiflich zu machen, wie wir damals gelebt haben. Zu dem Zeitpunkt hatte Angela Merkel schon 15 Jahre oder so damit zugebracht, irgendwie immer wieder zu erklären oder zu versuchen zu erklären, wie sie in der DDR gelebt hat, was der Eindruck auf sie war und wie sie wie ihre eigene Biografie davon geprägt worden ist, und ist damit immer wieder angeeckt. Und dann war 16 Jahre lang mehr oder weniger Ruhepause, was das Thema angeht. Und sie hat sich aber dann in ihrer letzten großen Rede im Amt zu ihrem letzten Tag der Deutschen Einheit im Amt, dem 3. Oktober 2021, wieder dazu geäußert und hat gesagt, dass sie es immer wieder verletzend und ungerecht findet, dass dieses Leben als Ballast, wie sich eine Publikation ausgedrückt hatte, beschrieben wird. Diese ganze Biografie, diese 35 Jahre, die sie im Osten gelebt hat, einfach als Ballast abzutun, also als eine schwere Last, wie sie sagte, die man einfach abwirft und hinter sich lässt und sozusagen 1990 neu anfängt. Und sie hat damit in gewisser Weise abgerechnet und noch dazu gesagt, dass sie das nicht nur als Kanzlerin sagt, sondern auch als eine von 16 Millionen Ostdeutschen. Und das fand ich damals schon interessant, als sie das gesagt hat, weil man sich doch irgendwie fragt, sie hatte gerade 16 Jahre lang an der Spitze der Politik zugebracht, warum war das vorher kein Thema? Warum ist es jetzt zum Thema geworden? Aber man sieht gerade an der aktuellen Debatte ja wieder, dass es immer noch ein Thema ist. Und deshalb finde ich, ist das ein sinnvoller Anfang zu fragen, warum ist es eigentlich so schwer verständlich zu machen und zu erklären, wie man in der DDR gelebt hat. Und ich selber habe das auch jetzt wieder erlebt mit dem Buch. Das war nämlich mein Ansatz, meine Idee dahinter war eigentlich, zu beschreiben für Menschen, die nicht in der DDR gelebt haben. Denn das Buch kam ja in Großbritannien auf Englisch raus. Ich wusste auch, als ich das angefangen habe, das Buch zu schreiben, gar nicht, ob das überhaupt in Deutschland rauskommt, ob es übersetzt wird. Mein erstes Buch wird auch erst jetzt übersetzt. Also von daher ist das eigentlich nicht ursprünglich für Leute geschrieben, die in der DDR gelebt haben und aufgewachsen sind, sondern für Menschen, die nicht nur in Westdeutschland, sondern im Westen insgesamt leben und davon eigentlich gar keine Vorstellung haben. Also ich habe sozusagen versucht, diesen Merkel-Ansatz aufzugreifen und es versucht, verständlich zu machen, wie Menschen in der DDR gelebt haben, und dadurch Menschen befragt, auch viele Dokumente gelesen und versucht sozusagen aus ostdeutscher Sicht heraus zu erklären, wie das Leben in der DDR war, wie der Staat funktioniert hat und so weiter. Und dass das immer noch auf extreme und sehr wütende und sehr emotionale Reaktionen stößt, hat mich, um ehrlich zu sein, auch etwas überrascht. Als ich damals eine der ersten Rezensionen in der Welt gelesen habe von Michael Pilz, der hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich wusste das gar nicht über mich selber, aber er hat geschrieben, dass ich als, Zitat, 1985 in der DDR zur Welt gekommene Wahlengländerin so weit von den verhärteten Ost-West-Debatten weg zu sein scheine, dass ich zwar die Dialektik der Geschichte besser aushalte, aber vielleicht auch etwas naiv daran gehe. Der letzte Punkt ist meiner, den ich da dazu setzen würde. Also er hat sozusagen schon verstanden, als jemand, der in Deutschland und in Berlin lebt und arbeitet, dass ich sozusagen dieses Buch nur aus meiner Halb-Außenseiter-Perspektive heraus hätte so schreiben können, wie ich es geschrieben habe. Und ich hatte keine Ahnung, dass diese Worte, die ich da gewählt habe, oder die Geschichten, die ich gewählt habe, wirklich auf eine Welt treffen, die ich seit den letzten sozusagen 10, 11, 12 Jahren, die ich im Ausland gelebt habe, nicht selber miterlebt habe. Und dadurch diese Wut, die sich angestaut hat, und vielleicht auch dieses Gesprächsbedürfnis, was irgendwie immer so ja, unterm Deckel gehalten worden ist, glaube ich, zum Teil jetzt Ventile findet, sich irgendwie, ob das jetzt über mein Buch ist oder über Dr. Goschmans oder über verschiedene andere Ventile sozusagen, sich zu entladen. Und das ist was ich als große Chance jetzt eigentlich sehe, dass man über die DDR jetzt vielleicht neu reden kann, neu reden muss, dass die Menschen nicht mehr die Augen verdrehen, wenn man anfängt, über die DDR zu reden und zu sagen, muss man jetzt schon wieder damit anfangen, sondern dass man das irgendwie als Chance begreifen kann, und so möchte ich das auch heute tun.
Die Art und Weise, wie da, also ich möchte mal kurz mit der Debatte anfangen, bevor ich ins Buch gehe. Die Art und Weise, wie mir da auch bestimmte Kritik entgegengeschlagen kam, fand ich auch interessant. Also zum Beispiel wurden so Worte wie grotesk, das Buch wäre grotesk, ein Ärgernis, bedenklich, es wäre wohl für Geschichtsschreibung, alles aus dem Spiegel, also alles nur aus einer Seite. Oder auch das Argument, dass ich mit Egon Krenz als Mentor ja natürlicherweise der SED-Propaganda auf dem Leim gegangen wäre, weil ich Egon Krenz interviewt habe, ist er dadurch irgendwie zu meinem Mentor geworden. Und die Taz hat sich gewundert, wie man überhaupt irgendwas anderes von der Tochter eines Systemträger-Ehepaares erwarten konnte, weil ich mit 4 offenbar fertig war mit meiner Bildung und mit meiner Gedankenwelt. An dem Punkt hatte ich kurz damit geliebäugelt, mich erstmal wieder nach Hause zu begeben, das heißt also nach England, und vielleicht mit dem Rest der Welt erstmal weiterzureden. Denn ich habe auch viele Leser in zum Beispiel Holland, wo das Buch auch rausgekommen ist. Morgen fliege ich nach Schweden, um dort mit Schweden über die DDR zu sprechen. Leute bieten mir Interviews an aus Kanada, aus Australien, aus den USA. Es gibt auch weltweit Interesse, irgendwie hinter den eisernen Vorhang zu gucken und diese Welt zu verstehen. Und mein Anfangsinstinkt war, okay, vielleicht habe ich hier irgendwie zu viel Optimismus einfließen lassen, vielleicht sind 30 Jahre doch irgendwie noch nicht genug, um darüber zu reden, oder über 30 Jahre jetzt. Ich komme dann mal wieder, wenn sich Deutschland etwas beruhigt hat. Fand dann aber eigentlich, dass man doch reden will, dass ich mich sozusagen nicht von einzelnen Stimmen oder auch von der Kritik sozusagen, das ist ja nicht unbedingt Kritik, um zu sagen, ich soll aufhören zu reden oder zu schreiben, sondern es ist irgendwie auch ein Ansatzpunkt, über das Buch zu reden und über die DDR zu reden, und so habe ich das dann auch aufgenommen und möchte auch darüber reden. Und was mich auch ziemlich motiviert hat, ist, dass selbst aus der Presse auch ziemlich viele andere Stimmen kamen, also diese hier sind nur ein paar Beispiele, wo sozusagen selbst innerhalb der Presse, die oft als sozusagen westdeutsch empfunden wird, auch viele positive Stimmen kamen. Ich kriege jeden Tag zwischen 10, 15 E-Mails von Leuten, die mir ihre Lebensgeschichten schreiben. Das ist es jetzt nicht, um mich zu beschweren, ich freue mich darüber und finde das extrem interessant, was das Buch auch auslöst bei den Leuten. Die sagen manchmal, die haben schon seit 10 Jahren nicht mehr darüber nachgedacht, was sie 1985 gemacht haben, und schreiben mir dann ihre Geschichten. Zu diesen Veranstaltungen kommen immer wieder interessante Diskussionen auf, und ich möchte eigentlich gerne in diesem Dialog drinbleiben und mich weiter darüber unterhalten, unabhängig davon, dass das manchmal nicht einfach ist, und gerade deshalb vielleicht, dass es manchmal nicht einfach ist. Und deshalb freue ich mich besonders sozusagen auch heute hier zu sein und mit Ihnen darüber zu reden. Also fangen wir vielleicht mal bei der Tochter des Systemträger-Ehepaars kurz an, um meine eigene, die Entstehungsgeschichte des Buches etwas zu beschreiben. Das bin ich, 1988, ich glaube im Ostseeurlaub irgendwo. Natürlich ist das Buch nicht aus der Perspektive einer 3- oder 4-Jährigen oder 5-Jährigen geschrieben, und es bezieht sich auch nicht hauptsächlich und auch nicht grundsätzlich auf meine Erinnerung. Es ist kein Memoir, wenn man so will, sondern ja, Geschichte im eigentlichen Sinne. Der Grund, warum ich eine kleine Anekdote von mir selbst dort eingebaut habe, war, dass Biografie offenbar immer noch eine Rolle spielt, wenn man über die DDR redet. Jeder will immer sofort wissen, wo ist man geboren, was hat man gemacht, was haben die Eltern gemacht, vermutlich zu versuchen, das irgendwie einzuordnen. Aber man vergisst dabei eben auch, dass da auch entweder Historiker oder Journalisten oder wer auch immer jedenfalls auch professionell dahinter steht und auch eine andere Blickweise sozusagen als Erwachsene hat. Aber ich fand es wichtig, damit ehrlich umzugehen, das sozusagen nicht irgendwie zu verstecken und zu sagen, ich komme jetzt hier komplett aus dem Nichts, ich wohne in England, sondern es gibt diesen Hintergrund, der da ist. Und es hat es mir auch ehrlich gesagt einfacher gemacht, Zeitzeugen zu finden und mit Zeitzeugen zu sprechen, weil mir doch ziemlich viel Skepsis auch entgegengeschlagen ist. Also wo ich nachgefragt habe, ich brauchte zum Beispiel jemand, der in der Fabrik gearbeitet hat, und derjenige war sehr stolz zum Beispiel auf die Auszeichnungen, die innerhalb der Fabrik bekommen haben für bestimmte Arbeitsleistungen und so weiter, wollten jetzt aber nicht unbedingt die Medaillen sozusagen oder die Auszeichnungen und die Urkunden wieder aus dem Schrank holen, weil ihnen das fast peinlich ist, was sie damals als was Schönes, als was empfunden haben, worüber sie stolz waren. Und einfach diesen Hintergrund irgendwie offen zu legen, zu sagen, okay, ich wohne jetzt in England, aber ich kann das nachvollziehen, weil ich selber mit Leuten aufgewachsen bin, innerhalb Ostdeutschlands, ob das jetzt Lehrer, Familie, Nachbarn und so weiter waren, die auch jeder eine eigene Lebensgeschichte mitbringen, hat zum Teil damit einfach dazu beigetragen, dass ich mit Menschen reden konnte und mich zumindest ein Stück weit darin hineinversetzen konnte,
wie diese Lebenswelt eben funktioniert hat. Aber das Buch hat dann doch diese Katja Heuer geschrieben. Das möchte ich auch nochmal sagen. Ich bin nicht sozusagen gestern irgendwie aus dem Ei gesprungen und habe angefangen, eine DDR-Geschichte zu schreiben, sondern ich bin schon länger als Journalistin und sozusagen Kommentatorin und Historikerin über Deutschland im Ausland unterwegs und auch in Deutschland. Ich arbeite viel mit der Körperstiftung zum Beispiel zusammen in Deutschland und auch viel im europäischen Ausland unterwegs. Und eigentlich geht es mir sozusagen darum, Deutschland insgesamt zu verstehen und zu versuchen, diese komplizierten und zum Teil auch unangenehmen Kapitel, die wir in unserer Geschichte haben, irgendwie zu versuchen einzuordnen, ohne dass man Einzelaspekte verliert oder gegeneinander versucht aufzuwägen. Und da passt eigentlich die DDR-Geschichte für mich rein als Historikerin, nicht als vierjährige Tochter einer Lehrerin und eines NVA-Offiziers. Okay, so, dann möchte ich gleich mal einsteigen in mein Buch. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet, ohne über die DDR selber zu reden. Und ich möchte gerne mit dem 17. Juni anfangen, dadurch, dass wir uns ja sehr, sehr nah an dem Jubiläum befinden und dass es auch immer wieder natürlich zum Thema wird und richtigerweise zum Thema wird, weil sich doch ziemlich viele verschiedene Aspekte der DDR und der DDR-Gesellschaft hier wiederfinden. Diese Plakette hängt in Jena am Holzmarkt. Es wurde ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich in Jena studiert habe und ich bin da also regelmäßig dran vorbeigelaufen und es ist mir immer wieder im Gedächtnis gewesen. Ich habe mir immer irgendwie wieder vorgestellt, wie das wohl gewesen ist, 1953 hier zu stehen auf dem Holzmarkt, wo es dann also so aussah. Am 17. Juni 1953, und das war eins der sozusagen Kernmomente der DDR, die ich auch versucht habe, über Zeitzeugen zum Teil zu verstehen, aber auch über Dokumente und so weiter. Und da möchte ich mal kurz mit einem Teil in meinem Buch einsteigen. Zum 17. Juni, vor allem, weil mich das ein bisschen geärgert hat, wie das auch in einigen Rezensionen dargestellt worden ist, weil mir der 17. Juni wirklich wichtig ist als Thema. Und das sozusagen auf den einen kleinen Paragraphen hinunterzubrechen, wie das einige Rezensionen gemacht haben, indem ich über den RIAS und die Rolle des RIAS geredet habe, indem ich mich übrigens auf Christian Ostermann gestützt habe, der in den USA forschend einer der renommiertesten Historiker zu dem Thema ist. Also es ist keine neue Theorie, die ich da aufgebracht habe und es hat sich auch keiner, glaube ich, massiv darüber aufgeregt, als er sein Buch darüber geschrieben hat. Aber mir ist es wirklich wichtig als Thema, weil sich hier sehr, sehr viel über die DDR zeigt und über die DDR-Gesellschaft zeigt und deshalb möchte ich hier kurz nochmal zu dem Thema einsteigen. Jetzt muss ich nur die richtige Seite finden. 72. Und das gibt vielleicht auch ein bisschen einen Einblick für diejenigen unter Ihnen, die das Buch auch noch nicht gelesen haben. Ich fange jedes Kapitel an mit Einzelgeschichten von Menschen, die etwas Spezielles erlebt haben und versuche dann daraus sozusagen größere Zusammenhänge zu erklären. Jena, Thüringen, 17. Juni 1953. Die 17-jährige Schülerin Gerlinde Böhne-Schmerzmacher ging durch die historische Bachstraße im Zentrum einer der ältesten deutschen Universitätsstädte. Dabei wartete sie knöcheltief durch das Papier. Das wütende Demonstranten aus dem Fenster des FDGB-Hauses, der örtlichen Zentrale der staatlich kontrollierten Gewerkschaftsorganisation geworfen hatten, und ließ sich von den Menschenmassen mitreißen, die sich in Richtung Holzmarkt der Altstadt bewegten. Der Zorn der Masse richtete sich gegen die SED-Kreisleitung. Als Gerlinde eintraf, sah sie, dass die Menschen bereits in die örtlichen Büros eingebrochen waren und schöne alte Schreibmaschinen, wie sie sagte, auf den Platz warfen. Zusammen mit einem Wust von Papier und Akten. Während sie noch den lauten Sprechchören »Nieder mit den Arbeitsquoten« und »Wir wollen freie Wahlen« lauschte, erblickte sie plötzlich eine menschliche Gestalt, die von einem Laternenpfahl baumelte. Sie kniff die Augen zusammen und konnte aus der Ferne das Abzeichen der ostdeutschen Polizei erkennen. Der erste Gedanke der Teenagerin war, »Oh Gott, sie haben einen Polizisten aufgehängt.« Doch später erfuhr sie, dass es sich tatsächlich nur um eine Hose, einen Mantel und eine Kopfbedeckung eines Polizeibeamten gehandelt hatte, der von wütenden Demonstranten seiner Russenuniform beraubt worden war und den Schauplatz in Unterhosen hatte verlassen müssen. Christa Schleefolk, ein anderes junges Mädchen auf dem Holzmarkt, wurde immer wieder von älteren Männern und Frauen in ihren 70ern umarmt und unter Tränen sagten sie zu ihr, ihr jungen Leute, ihr werdet es erleben, es wird endlich besser werden. Solche Szenen spielten sich am 17. Juni 1953 in ganz Ostdeutschland ab. Was tags zuvor mit spontanen Streiks Ostberliner Arbeiter in der Stalinallee begonnen hatte,
verbreitet sich rasch via RIAS, Radio im amerikanischen Sektor von Berlin, und wurde bald im ganzen Land aufgegriffen. Und von dieser Geschichte heraus wollte ich erzählen und erzähle ich auch, wie sozusagen die Wut und auch die Verzweiflung, die sich daraus ergeben hat, dass die Leute 1949 und 1950, viele Menschen wirklich geglaubt haben, die bauen das neue, das bessere Deutschland auf, gerade nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, nach Hitler, nach Faschismus, wie die enttäuscht worden ist und wie die Leute immer härter und härter arbeiten mussten, die Regierung einfach nicht zugehört hat, was die Sorgen und die Nöte der Arbeiter angeht, und sich das immer weiter aufgebauscht hat, bis eben die ganze Wut über sowohl die wirtschaftliche Lage als auch die politische Lage sich entladen hat. Und dass selbst Menschen wie diese zwei Mädchen, die eben mit 16, 17 aus dem Fenster gucken und sehen, was da los ist in Jena, und sozusagen runtergehen, auf die Straße gehen, sich von der Stimmung sozusagen mittragen lassen, auch ein bisschen Angst dabei haben, weil sie nicht genau wissen, was passiert. Das vermenschlicht einfach die Situation auf eine Art und Weise, die es verständlicher macht, als das nur von der Politik heraus sozusagen zu erklären. Und das versuche ich so durch das ganze Buch zu ziehen. Ich habe auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Video dazu aufgenommen, was auch morgen übermorgen rauskommt, wo es nochmal so in 20 Minuten erklärt wird. Und da sind auch viele Zeitzeugen wieder dabei. Und das ist auch, finde ich, die richtige Art und Weise, das zu erklären, ist einfach immer wieder über diese menschliche Komponente sozusagen zu erklären. Und was ich eben am 17. Juni auch besonders interessant finde, ist auch die Angst, die nicht nur bei der Bevölkerung durch die Unterdrückung und durch die sowjetischen Panzer ausgelöst worden ist. Die ist nicht nur bei der Bevölkerung selber ausgelöst worden, sondern auch bei der Obrigkeit. Das war eben ein für alle Mal klar. Man kann nicht alles machen, man kann nicht immer weiter fordern und immer weniger zuhören, und die Leute tun nichts, sondern man musste irgendwie darauf reagieren, was auch im Volk sozusagen passiert ist. Und das zeigt für mich auch zum Teil, dass diese Idee, dass sozusagen die breite Masse der DDR-Bürger irgendwie als passive Menschen in diesem Staat gelebt haben, nicht ganz richtig ist, sondern dass sozusagen sich Wut oder auch Ideen und so weiter sich immer wieder Wege gesucht haben, Wege gebahnt haben. Das ist ein ziemlich spektakuläres, extremes Beispiel. Aber es findet sich auch im Privaten immer wieder oder auch in Fabriken, dass sozusagen es nicht so war, dass die Leute einfach immer wieder alles runtergeschluckt haben und gesagt haben, okay, dann machen wir das jetzt eben so, sondern dass sich auch viel zwischen der Obrigkeit und der Bevölkerung sozusagen hin und her abgespielt hat und darauf reagiert worden ist, weil darauf reagiert werden musste. Ich gebe hier so ein Beispiel auch im Buch, wo die wütenden Arbeiter auf der Stalinallee sozusagen auf die Regierungsgebäude zulaufen und fordern, dass Ulbricht rauskommt und mit ihnen spricht. Ulbricht wird dann auch von verschiedenen anderen Politikern immer wieder dazu gedrängt, geht auch raus und redet mit den Leuten. Und er steht am Ende da und sagt, naja, aber es regnet doch draußen. Die Masse wird sich schon irgendwie wieder verflüchtigen. Und halt ist so weit weg sozusagen von der Bevölkerung, gedanklich und physisch, im physischen Sinne auch, hat verschanzt sich sozusagen. Dass das zeigt, finde ich, schon an diesem frühen Punkt, was da für eine Riesenkluft zwischen der Bevölkerung und der Obrigkeit entsteht. Und das kann man erklären, ohne dass man sozusagen alle DDR-Bürger entweder irgendwie als Opfer oder als Täter stilisiert, weil die meisten eben doch irgendwo innerhalb des Systems gelebt haben, versucht haben, ihre Meinungen und ihre Nöte und ihre Ängste irgendwie kundzutun und damit mit dem System zu leben, so wie es war, aber auch das System zu verändern, wenn es nötig wurde. Nochmal, um ganz am Anfang zurückzugehen zum Hintergrund der DDR, es wurde auch kurz schon in dem Eingangsvortrag gesagt, ich hole ziemlich weit aus in dem Buch und das mache ich auch bewusst so, weil ich finde, es ist wichtig, die DDR zu verstehen. Ich finde immer, zumindest so wie ich das erlebt habe, als ich aufgewachsen bin, wir hatten in der Schule keine Zeit mehr für die DDR, da war irgendwie einfach 1945 Schluss. Und habe dann sozusagen versucht, über Dokumentationen, über Lesen, über in Museen gehen und so weiter, irgendwie mir versucht, das anzueignen, was da eigentlich passiert ist, was eigentlich dieser Staat war, in den ich irgendwie hineingeboren worden bin, aber den ich selber nicht erlebt habe. Und man geht eigentlich selten, oder man fragt eigentlich selten, warum der Staat so war, wie er war. Einem wird erklärt, es gibt die Diktatur, es gibt die sozusagen die Obrigkeit, die immer wieder auf die Bevölkerung kniet sozusagen, aber warum das so ist, wird selten versucht zu verstehen, und verstehen heißt in dem Fall nicht, und das wird, glaube ich, bei mir oft missinterpretiert, verstehen und erklären heißt nicht gleich, das zu akzeptieren oder das gut zu finden sozusagen oder das zu bewerten, sondern einfach irgendwie zu verstehen, und da finde ich wichtig, zum Beispiel darauf zu gucken, wo die Menschen herkamen, die diesen Staat aufgebaut haben und die in diesem Staat auch gelebt haben.
Wenn man sich überlegt, dass 1949 eben wirklich erst 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war und die Menschen, die dort gelebt haben und die Menschen, die den Staat gestaltet haben, beide dort herkamen und nicht einfach sozusagen 1945 irgendwo aus dem Nichts herauskamen, versteht man auch verschiedene Zusammenhänge, finde ich, besser. Ohne dass man da gleich ein ganzes Psychogramm zeichnen muss, aber bestimmte Denkweisen und Handlungsweisen verstehen sich dadurch besser. Und deshalb fange ich da relativ früh an. Und mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, diese Perspektive der deutschen Kommunisten insgesamt einzuordnen in den Zusammenhang. Die DDR selber ist ein Produkt des Zweiten Weltkrieges, ein künstliches Produkt. Es ist keine Grenze, die sozusagen irgendwie natürlich erwachsen ist in Deutschland. Und von daher muss man auch diesen Zusammenhang des Zweiten Weltkrieges und des Vorbaus sozusagen der DDR verstehen. Es gibt eben so Leute wie Erwin Jöris hier, mit dem ich das Buch anfange, der 1912 geboren ist, also noch ein relativ junger Kommunist war in den 1930er Jahren, der dann ziemlich schnell, wie die anderen Kommunisten in Deutschland auch, mit dem Hitler-Regime konfrontiert worden ist und damit wirklich mit einer tödlichen Gefahr konfrontiert worden ist. Also er zum Beispiel ist in eins der frühesten Konzentrationslager eingeliefert worden und hat dann, wie viele andere, gedacht, als er dann wieder freigelassen worden ist, er geht in die Sowjetunion, weil dort dieses System wirklich existiert, an das er glühend geglaubt hat, seine ganze Jugend hinweg in der Weimarer Republik. Und als er dann dort ankommt und versucht, dort den Kommunismus mit aufzubauen, stellt er halt ziemlich schnell fest, dass man da auch ja schon von Anfang an irgendwie an seine Grenzen gerät, weil viele der Leute dort erstmal so ein bisschen komisch auf die Deutschen auch gucken, die da jetzt ankommen und die auf einmal andere Standards erwarten. Zum Beispiel regen sich viele der Architekten, der Bauhausarchitekten, die dort hingegangen sind, darüber auf, dass sie keine ordentlichen Baumaterialien bekommen und dass dort Risse in den Fundamenten bestehen und die einfach oben drauf bauen sollen und solche Standards. Damit fängt sozusagen der Konflikt schon an. Aber natürlich das Hauptproblem hier ist Stalins Paranoia. Als dann der Konflikt mit Hitler immer weiter sich aufbauscht und Stalin darauf sehr, sehr empfindlich reagiert, und der Meinung ist, dass alle Deutschen, die irgendwie in der Sowjetunion leben, Spione für Nazi-Deutschland theoretisch sein können, eskaliert halt die Lage ziemlich schnell und der sogenannte deutsche Befehl oder NKWD-Befehl wird ausgegeben. Den möchte ich nur mal kurz umreißen, um einfach mal klarzustellen, wie viel Terror diese Menschen sozusagen ausgesetzt waren und was das für Folgen hatte. Also dieser Befehl wurde von der Sowjetregierung ausgegeben. Am 25. Juli 1937. Durch neuestes Material von Agenten und durch Ermittlungen ist bewiesen worden, dass der deutsche Generalstab und die Gestapo umfangreiche Ausspähungen und Spionage in den wichtigsten Industrien und insbesondere in der Rüstungsindustrie organisiert haben und dass sie zu diesem Zweck die deutschen Staatsgehörigen benutzen, die dort leben. Um diese Tätigkeit der deutschen Aufklärung vollständig zu unterdrücken, befehle ich: ab dem 29. Juli diesen Jahres die Verhaftung aller deutschen Staatsangehörigen, die in Rüstungsbetrieben oder in Betrieben, die Rüstungsgüter oder Güter für das Eisenbahnwesen herstellen, arbeiten oder aus einem dieser Bereiche entlassen worden sind. Also es geht im Endeffekt darum, alle, die deutsch sind und die in irgendeinem Bereich arbeiten, der als empfindlich angesehen wird, sozusagen einzusperren, zu verhaften, im extremen Fall zu ermorden. Also wir reden hier von 55.005 Personen, die verhaftet worden sind, Deutsche in der Sowjetunion. Und von denen sind über 41.000 zum Tode verurteilt worden. Von 55.000 über 41.000 zum Tode verurteilt worden. 13.000 hatten lange Haftstrafen. Und das betraf auch 3/4 der Politimmigranten, also Leute wie Erwin Jöris, die in die Sowjetunion gegangen sind, weil sie dachten, dort fängt diese Ideale, diese Utopie sozusagen an. Und wenn man sich das Politbüro speziell anguckt, von den 9 Leuten, also die Kommunistische Partei in Deutschland geleitet haben, waren am Ende nur noch 2 übrig, die in die Sowjetunion gegangen sind. Und das war kein Zufall, das war Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck. Und wenn man das überlebt hat zu der Zeit, dann ist das oft kein Zufall. In Erwin Jöris' Fall war es ein Zufall und waren viele verschiedene Zufälle, die ich auch in dem Buch beschreibe. Der hat eine ziemlich spektakuläre und unglaubliche Lebensgeschichte hinter sich. Aber in den meisten Fällen lag es einfach daran, dass man irgendwie Stalin klipp und klar bewiesen hat, dass man hundertprozentig hinter ihm steht und auch bereit ist, extreme Opfer einzugehen, um ihm das zu beweisen. Und das hieß eben oft auch, andere zu verraten, andere anzuschwärzen. Und die Leute, die dann eben übrig geblieben sind, es ist dann wirklich sozusagen der harte Kern dieser kommunistischen Enklave, die immer bereit sind, sich anzupassen, immer bereit sind,
mitzumachen, egal was von oben angeordnet wird, und denen Macht wichtiger ist als alles andere. Und dass dort die beiden Leute übrig geblieben sind, die dann später die DDR aufbauen, finde ich wichtig, das zu verstehen, sozusagen, wenn man verstehen will, warum die Ursprünge der DDR so aussahen, wie sie aussahen. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Ja, können Sie auch nachher noch fragen, die Fragen sonst? Oder kommentieren? In Deutschland selber, was ich auch interessant fand, nur noch kurz zu dieser Nachkriegszeit selber, auch dieser Bruch automatisch, der sozusagen eingebaut ist fast zwischen dem Regime, zwischen der Regierung und der Bevölkerung. Wenn man überlegt, dass die meisten Leute, die da jetzt wiederkommen, also gerade diese Gruppe Ulbricht, also die 10 Leute, die Stalin dann aus der Sowjetunion zurückschickt, deutsche Kommunisten, um die DDR aufzubauen, die haben den Krieg in Deutschland ja nicht miterlebt und die haben auch zum größten Teil den Nazismus nicht miterlebt. Und die treffen jetzt in Berlin oder auch weiter in der Sowjetzone auf Leute, die 12 Jahre lang komplett verschiedene Erfahrungen gemacht haben, ob das in der Hitlerjugend war, als junge Leute, ob das während des Krieges war, ob das die Lebensumstände war, unter denen die gelebt haben, Frauen und Kinder, die extreme Gewalt erlebt haben, die sowjetische Eroberung auf deutschem Boden angerichtet hat. All das haben die nicht miterlebt, als die in Russland waren. Die kommen jetzt zurück und erleben quasi eine völlig fremde Lebenswelt irgendwie, mit der sie nicht so richtig umgehen können, weil sie auch gar nicht so richtig wissen, wie sehr ist eigentlich dieser Narzissmus eingesunken bei den Leuten im Kopf, wie kriegt man den da wieder raus, was hat das eigentlich mit den Leuten gemacht. Also wenn man zum Beispiel über so Leute wie Wolfgang Leonhard nachdenkt, der war 12 Jahre alt, als er aus Deutschland weggegangen ist und in die Sowjetunion gegangen ist, kommt sozusagen wieder zurück jetzt als Teil der Gruppe Ulbricht und guckt auf ein Land und auf eine Stadt, die er nicht wiedererkennt und in der Menschen einfach anders sind und in der die gesamte Gesellschaft nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und dass er zum Beispiel seinen Namen ändert, der hieß ursprünglich Wladimir Leonhard, weil seine Mutter glühende Kommunistin war sozusagen. Und er kommt wieder und Ulbricht sagt zu ihm, wir müssen irgendwie diese russischen Verbindungen, die wir da haben, am besten den Ball flach halten damit und so tun sozusagen, als wären wir schon immer hier. Und Wolfgang Leonhard endet eben mit diesem deutschen Vornamen dann, den er dann auch den Rest seines Lebens behält, weil eben diese Russland-Verbindung am Anfang keine Rolle spielen sollte. Und all diese Dinge finde ich wichtig, sind kleine Details, aber wenn man die alle zusammennimmt, dann kommt man von Anfang an zu einem Bild, wo die Bevölkerung und die Regierung wirklich Welten voneinander entfernt sind. Und das ist, glaube ich, ein Muster, was sich irgendwie durch die ganze DDR-Geschichte zieht. Und deshalb finde ich diese Anfänge sehr wichtig. Dann was den Aufbau sozusagen, wortwörtlich den Aufbau des Sozialismus, aber auch des Landes angeht, habe ich auch versucht, ein etwas differenzierteres Bild zu zeichnen, weil ich finde, dass da auch mal ein bisschen zu kurz kommt, dass gerade 1949, 1950, 1951 viele Leute wirklich der Meinung waren, die bauen das bessere Deutschland auf, die bauen ein neues Deutschland auf, und dazu gehört eben auch auf der einen Seite Städte, die zerstört worden sind, neu aufzubauen. Also viele haben zum Beispiel wirklich gesagt, okay, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und räumen erstmal alles weg, was zerstört worden ist, bauen neu auf. In Dresden zum Beispiel kann man das sehr gut sehen, auch wenn man mit älteren Leuten spricht, die damals dabei waren, die reden auch heute noch sehr mit glühender Begeisterung fast davon, was sie irgendwie 1949, 1950 verspürt haben. Das wird dann natürlich bitter enttäuscht und schlägt sich dann 1953 in dem Aufstand wieder. Aber ich finde, diese Aufbaustimmung ist wichtig, weil man sich natürlich fragen kann, was ist da schiefgelaufen an dem Punkt und warum ist das schiefgelaufen. Und deshalb nehme ich Eisenhüttenstadt, was man hier sieht, in seinem Anfangsstadion als Beispiel, weil das eben eine komplett neue Stadt ist und weil man daran interessante Sachen sieht, einfach wie wenn man eine komplett neue Stadt aus dem Nichts aufbaut sozusagen, was man sich dabei gedacht hat, wie die Leute zusammenleben sollten. Es ist interessant sozusagen, wenn man sich das einfach mal anguckt, wo man zum Beispiel lebt, was diese Plattenbauten eigentlich sollten, wie man da zusammengelebt hat, warum hat man da bestimmte Häuserkonfigurationen gewählt und so weiter. Und deshalb einfach das wieder ernst zu nehmen sozusagen als Experiment fand ich auch wichtig. Und deshalb greife ich auch Eisenhüttenstadt immer mal wieder auf. Auch interessant die Umbenennung in Stalinstadt und die wieder zurück Umbenennung in Eisenhüttenstadt. Also wie wichtig das sozusagen auch als Statussymbol irgendwie war oder als Symbol dafür, was die
Regierung von dem Land wollte, dass man diese neuen Städte sozusagen ja, sehr, sehr, sehr bewusst konzipiert hat. Ulbricht selber kommt auch ziemlich viel in dem Buch vor und ich habe auch ziemlich viele versucht, so Details über seine Person und über seinen Charakter irgendwie mit einzubauen, weil er ein sehr widersprüchlicher Charakter ist. Also ich habe hier zum Beispiel eine Geschichte gefunden, die habe ich auch nicht ins Buch eingebaut, weil das so früh war, vor dem Ersten oder während des Ersten Weltkriegs noch, wo einer seiner glühenden Mitkämpfer ihn beschrieben hat, als die sind als Gruppe junger Männer auf eine Demonstration gefahren im Zug. Und auf dem Rückweg, als ich dann endlich sozusagen die ganze Spannung des Tages irgendwie gelegt hatte, hatten alle irgendwie ein Bier aufgemacht und saßen rum und haben gewitzelt. Alle außer Walter Ulbricht, der immer noch mit dem kommunistischen Manifest in der Hand da saß und immer noch über Ideologie reden wollte am Ende eines Tages, als die anderen schon irgendwie alle abgeschaltet hatten und gesagt haben, lass uns doch mal entspannen. Und er konnte das einfach nicht. Und diese Hölzernheit, diese Distanz, die er zwischen sich und anderen Menschen hatte, ist was sich durch die ganze politische Karriere auch durchzieht. Und man sieht das auch immer wieder in seiner Interaktion mit den sowjetischen Führern zum Beispiel, die immer mehr genervt von ihm sind, seiner Oberlehrerheit, wie er versucht sozusagen den deutschen Kommunismus irgendwie als was Besseres darzustellen, zu sagen, okay, wir können auch Leute in die anderen osteuropäischen Länder schicken, die sagen euch dann, wie es geht, weil es bei uns ja viel besser läuft. Und das sind alles so Eigenheiten irgendwie, die interessant sind an Walter Ulbricht. Ich finde es auch immer wieder interessant, ich hatte mit meiner Lektorin in England geredet, die sagte, sie kriegt ständig Angebote über die großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts zu schreiben. Weder Walter Ulbricht noch Erich Honecker kommen da drin vor, weil die an diesen Vorschlägen, weil die Leute sie einfach zu langweilig finden und lieber über Hitler und Franco und Mussolini und so weiter sprechen. Und diese beiden kommen einfach nicht vor. Und es ist auch ja, interessant, irgendwie diese zwei Charaktere. Ich meine, die waren in der Lage, das Schicksal eines Landes für zwei Dekaden jeweils zu entscheiden. Und trotzdem weiß man, ja, ich weiß, da ist viel zu geforscht worden, aber es kommt relativ wenig dabei auch wieder in der Bevölkerung an, was diese zwei eigentlich wollten, was sie sich vorgestellt haben. Und deshalb findet auch Walter Ulbricht relativ viel Platz bei mir als Person sozusagen in dem Buch. Natürlich, obwohl ich sage, es geht hier um diesseits der Mauer oder im Englischen sogar um jenseits der Mauer, spielt die Mauer auch eine große Rolle, sowohl in meinem Buch als auch in der DDR. Und das, da führt natürlich auch gar kein Weg vorbei und da will ich auch gar nicht dran vorbei. Es ist absolut wichtig, weil das natürlich für einzelne Schicksale extrem war, aber auch insgesamt für den Staat und für die Gesellschaft, was es sozusagen bedeutet hat. Und hier war mir aber auch wieder wichtig, auf der einen Seite über die Maueropfer zu sprechen und über die Familien, die auseinandergerissen worden sind und über die Gesellschaft, die auseinandergerissen worden ist, das Land. Aber auf der anderen Seite auch zu beschreiben, ich wurde nämlich auch von ziemlich vielen Leuten auch direkt darauf angesprochen, obwohl ich das Thema gar nicht angesprochen hatte, sozusagen direkt, die das selber miterlebt hatten, die darüber reden wollten, wie ihre eigene Erfahrung damit war. Und da hat sich eben auch wieder die ganze Bandbreite aufgezeigt von absoluter Wut und Ohnmacht, aber auch Leute, die gesagt haben, die fanden diese Entscheidung damals richtig. Und das wollte ich auch verstehen, warum das so war. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen umgeguckt und auch gesehen, dass es natürlich auch viele andere Meinungen, auch prominente Meinungen zu diesem Thema gab, zu der Zeit, und hier wollte ich hin, wie zum Beispiel auch Leute, die man jetzt nicht damit in Verbindung bringen würde, wie zum Beispiel Wolf Biermann, der damals an diese Idee auch geglaubt hat, 1961, und als er sozusagen in die DDR gekommen war, gedacht hat, er will dieses Land sozusagen nicht, wie er sagt, sozusagen auslaufen lassen, wie ein durchgerosteter Eimer, und selber sozusagen mit diese Idee sozusagen getragen hat. Aber auf der anderen Seite haben natürlich auch diese extrem tragischen Einzelschicksale, wie das von Peter Fechter, was ich auch in dem Buch ziemlich ausführlich beschreibe, der elends verblutet ist an der Mauer, immer wieder dazu geführt, dass sowohl auf der einen Seite die DDR von ihren eigenen Bürgern als auch im Ausland als immer brutaler und als immer eingefahrener wahrgenommen worden ist, aber auf der anderen Seite auch, dass das dann wieder im Kernschluss dazu geführt hat, dass man selber drauf geguckt hat, wie die Bevölkerung reagiert hat und dann wieder Panik hatte, wieder paranoid geworden ist und wieder die Repression sozusagen verschärft hat. Also dieser Zirkel war auch interessant. Selbst die Mauer sozusagen ist komplizierter als die Mauer selbst, und das habe ich auch versucht in dem Buch soweit darzustellen. Was Mielke angeht, um noch den
den sozusagen letzten Charakter, der die DDR-Geschichte der einfach mitgeprägt hat, noch mit einzubinden. Fand ich auch die Psychologie interessant. Also die Tatsache, dass Erich Mielke selber auch einer, genau wie Honecker und auch wie Ulbricht, auch aus diesem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges und der Erfahrungen, die er dort gemacht hat, auch geprägt ist. Also er war vorher natürlich schon ein, wie sagt man auf Deutsch, jetzt fällt mir gerade wieder die deutsche Phrase nicht ein, also er war auch vorher schon ein extrem unmoralischer Charakter. Die zwei Polizeimorde, für die er dann später ja auch angeklagt und verklagt worden ist, zeigen auch, dass das sozusagen natürlich nicht nur aus dem Zweiten Weltkrieg herauskommt. Also er war von Anfang an, ist in Wedding aufgewachsen unter ziemlich verarmten Verhältnissen, und auch die Straßenschlachten, die dort stattgefunden haben, haben ihm sicherlich mitgeprägt. Aber es sagen auch schon sehr, sehr früh viele seiner Zeitgenossen, dass er ein sehr unschöner Charakter war und sehr schwierig im Umgang war, auch schon als Kind. Aber die Tatsache, dass diese Eigenheiten sozusagen irgendwie erkannt worden sind in der Sowjetunion und dass er dann noch ausgebildet worden ist als Terrorist und als sozusagen in Spionage und Sabotage und so weiter in der Sowjetunion, dann im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat und dort sozusagen weiter das ausgebaut hat, dieses Gedankenbild, sich immer wieder auf die Ideen der Checker, also der sowjetischen Geheimpolizei, gestützt hat, auch stolz darauf war, im Gegensatz zu allen anderen, die irgendwie versucht haben, ihre russischen Vorerfahrungen zumindest am Anfang irgendwie zu verdecken, ist er von Anfang an, als er die Stasi angefangen hat aufzubauen, immer wieder auf diese Vokabeln zurückgefallen. Die Checker hat Felix Dzerzhinsky, den Gründer, verehrt. Steht ja auch, die Büste steht immer noch in dem Museum in der Zentrale, wenn man da reingeht, wenn Sie das mal sehen wollen. Das finde ich auch interessant. Das ist ja wie eine Zeitkapsel wirklich, wenn man da reingeht und einfach die Umgebung sieht, wie sie heute aussah und damals aussah, in der er gearbeitet hat. Deshalb war mir das bei ihm auch wieder wichtig, weil diese Institutionen natürlich auch von den Leuten geprägt worden sind, die sie geleitet haben und die sie aufgebaut haben. Da möchte ich nochmal kurz eine Passage dazu lesen. Und zwar, Moment, jetzt muss ich kurz gucken, wo er hin ist. So, also da geht es jetzt um die Stasi-Expansion in den 60er Jahren. Eigentlich sollte, nachdem die Berliner Mauer gebaut worden war, haben viele im Politbüro zu Mielke gesagt: Schalt mal einen Gang runter, jetzt steht die Mauer, wir haben diese Gefahren sozusagen erstmal abgeriegelt. Wofür brauchst du jetzt das ganze Geld, die ganze Macht, wenn wir jetzt ohnehin keine Gefahren mehr haben, die ins Land reinkommen und keine Spione mehr haben? Und Mielke sitzt das einfach erstmal eine Weile aus und fängt dann wieder an, das Budget aufzubauen und den Umfang aufzubauen und auch die Zentrale in Lichtenberg aufzubauen. Trotz dieser raschen Expansion achtete Erich Mielke darauf, dass alle Macht in seinen eigenen Händen blieb. Alles wurde streng nach dem Need-to-Know-Prinzip gehandhabt. Das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, ist ein militärisch-konspiratives Organ, erklärte er 1967. In ihm kann nicht jeder alles wissen. Diese Tendenz hatte sich schon in der Anfangszeit der Stasi gezeigt, als Mielke es sich nicht leben ließ, jeden einzelnen Mitarbeiter zu überprüfen, von den Wachleuten in seinen Zellen bis hin zu den Sekretärinnen. Auch griff er nach wie vor gerne die Vernehmungstechniken und die psychologischen Methoden ein, mit denen Gefangene weichgeklopft und gebrochen werden sollten, damit sie gestanden, was auch immer die Stasi von ihnen hören wollte. Hier wich er nie von den perfiden Methoden ab, die er von seinem Vorbild der Checker gelernt hatte. Schlafentzug, Isolationshaft, Täuschung wurden in der Geschichte der DDR durchgängig angewandt. Mielke regelte sogar die Banalitäten des Büroalltages. Eine Reihe von Notizen, die er auf Karteikarten im Schreibtisch seiner Sekretärinnen gefunden wurden, zeigten das Ausmaß seines neurotischen Bedürfnisses nach Ordnung und Sauberkeit. Sie enthielten die Aufforderung, die Vorhänge an den beiden vorderen Fenstern beim Minister zuzuziehen, aber die Tür zum Garderobenraum offen stehen zu lassen. Auf seinem Schreibtisch habe ein Füllhalter gefüllt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ein Blatt Papier für Füller und eine braune Mappe zu liegen. Sie enthielten Anweisungen, die Stifte, wenn notwendig, anzuspitzen, die Schreibgarnitur, Löscher, Füller auf den Schreibtisch zu rücken und den Papierkorb in die Ecke zwischen Schreibtisch und Telefon zu stellen. Mielke legte genau fest, wie er sein Frühstück haben wollte. 2 Eier, 4,5 Minuten angepickt. Und seine Sekretärin bewahrte eine beschriftete Zeichnung, wo die einzelnen Frühstücksartikel wie Milch, Salz, Brot, Messer, Teller, weiße Serviette und dergleichen auf dem Tisch zu platzieren war.
Mirke war in allen Lebensbereichen pedantisch. Sein Haus war makellos, fast steril. Er sorgte dafür, dass der Müll, den er auf den Straßen entdeckte, beseitigt wurde und dass die öffentlichen Uhren richtig gestellt wurden. Er hasste es, wenn Leute zu spät kamen oder ihre Arbeit nicht ordentlich erledigten. Was er überprüfte, indem er unangemeldet einfach bei ihnen auftauchte. Und natürlich ist die gesamte Stasi nicht alleine durch Mirke zu erklären, aber man merkt schon immer wieder, dass die anderen Politiker unter seinem Bann stehen und ihn immer wieder machen lassen. Er drückt immer wieder dagegen, sagt, nein, wir müssen das unbedingt ausbauen, baut ganze Konzepte auf, Gedankenkonzepte auf, die darauf basieren, dass einzelne kleine Erfahrungen, die Menschen machen, zum Beispiel durch westliche Musik oder Einflüsse, dazu führen, dass ihre Ideologie aufgeweicht wird und dass die am Ende zu Feinden sozusagen werden. Es gibt zum Beispiel einen Vortrag von ihm, in dem er beschreibt, dass es 6 verschiedene Typen von Menschen in der DDR gibt und von den 6 verschiedenen Kategorien sind seiner Meinung nach 5 feindlich. Und das sind nicht nur Leute, die schon Feinde oder Dissidenten oder Oppositionelle sind, sondern am ganz äußeren Ende auch Leute, die noch gar nicht wissen, dass sie irgendwann mal Dissidenten werden. Also wo er dann davon ausgeht, dass sie irgendwie sowas in ihrem Gehirn oder in ihrer Psyche schon drin haben, dass sie sozusagen dem aussetzt und dass sie dem ja irgendwann nachgeben werden und deshalb beobachtet werden müssen. Und daraus erklärt sich zumindest zum Teil dieses psychologische Bedürfnis nach konstanter Kontrolle, nach konstanter Überwachung, selbst wenn man irgendwann so viele Informationen sammelt, dass man gar nicht mehr weiß, was man überhaupt damit machen will, aber er will sie erstmal haben. Um dann im Zweifelsfall sozusagen diesen perfiden Einflüssen, wie er sie sieht, irgendwie dagegen zu wirken. Und das ist auch einfacher zu verstehen und vielleicht auch hilft es uns auch insgesamt, solche Konstrukte besser zu verstehen, wenn man auch auf die Menschen guckt, die sie erfinden und die damit umgehen und denen das wichtig ist. Auf der anderen Seite, und darum haben sich eben auch viele angestoßen, rede ich auch viel über die sozialen Verhältnisse in der DDR, ob das jetzt der Alexanderplatz, der hier gleich daneben ist, der ziemlich viele beeindruckt hat. Das fand ich wirklich interessant, wenn man mit älteren Berlinern redet, wie viele Leute sozusagen ungefragt immer wieder darauf zurückgriffen und sagen, als die zum Beispiel das erste Mal auf dem Fernsehturm oben waren oder auch auf dem Platz waren, wie sie sozusagen von dem Aufbau und von dem damals futuristischen Anmuten des Fernsehplatzes sozusagen beeindruckt waren. Das war natürlich bewusst gemacht, um auch in diesen Fortschrittsoptimismus, den es in den 60er Jahren auch im Westen gab, was zum Beispiel die Weltraumerforschung und so weiter angeht, ob das sich jetzt im Osten zum Beispiel in Alfons Zitterbacke niederschlägt oder im Westen darin, dass man irgendwie kleine Astronauten gesammelt hat. Das war auch der Traumberuf von den meisten Jungs, wenn man die gefragt hätte in den 60er Jahren. Also es hat ja diesen Fortschrittsoptimismus insgesamt gegeben. Und die DDR versucht eben irgendwie ihren eigenen Stempel da drauf zu drücken und ihr eigenes Ding damit zu machen. Das hat zum Teil auch in den Köpfen der Leute funktioniert. Und das ist eben auch so ein bisschen gegen die Intuition, wenn man sich überlegt, dass 1961 die Mauer gebaut worden ist und trotzdem die 1960er Jahre bei vielen Menschen irgendwie als Zeit der Stabilität hängen geblieben sind im Kopf. Und diese Sachen stehen bei mir im Buch irgendwie nebeneinander und werden eben nicht gegeneinander aufgewogen. Und das ist das, was ja, vielen Leuten aufgestoßen ist und worüber wir ja gerne auch nachher noch reden können. Und das geht mit Frauen genauso, mit der Frauenpolitik. Es ist eine Tatsache, dass die DDR am Ende über 90% Frauen in Arbeit hatte, also in Vollbeschäftigung hatte. Das ist die höchste Rate, die weltweit jemals erreicht worden ist. Und wie man dazu gekommen ist und warum das so ist, darüber kann man sich streiten, aber die Tatsache hat einfach existiert und ist dann nach der Wende vielen auf die Füße gefallen, weil dann auf einmal die Kinderbetreuung und so weiter weniger geworden ist, weil es vielen so vorkam, als wenn die Gesellschaft das nicht mehr wollte, dass man gleichzeitig sozusagen Mutter und berufstätig ist. Und das ist einer dieser Themen, über die meiner Meinung nach zu wenig geredet worden ist hinterher und das auch zu wenig differenziert getan worden ist. Weil wenn man das nur wirklich auf die Arbeitsbeschaffung sozusagen und die Notwendigkeit für Arbeitskräfte runterbricht, verliert man ziemlich viel von dem, was Frauen in der DDR erlebt haben, was die verschiedenen Geschichten, die Frauen in der DDR erlebt haben und auch was das mit einer Gesellschaft macht insgesamt. Und das meine ich komplett ohne Wertung. Also es ist einfach eine andere Gesellschaft entstanden daraus, dass man einfach erwartet hat von Frauen und dass Frauen einfach in die Position schon, zumindest wenn sie jünger sind, hineingewachsen sind, dass man Arbeit und Familie irgendwie als normal empfindet, beides gleichzeitig zu haben. Und dass dann natürlich eine andere Gesellschaft am Ende bei rauskommt, die dann nicht einfach 1990 zusammen mit dem Staat zusammengebrochen ist, ist ein Phänomen, finde ich, was wichtig zu verstehen ist und wichtig zu unterstreichen ist.
Um noch kurz auf Honecker einzugehen, und dann versuche ich auch, das nicht mehr ganz so lange hinauszuziehen, bevor wir zum Gespräch kommen. Was ich bei Honecker ziemlich interessant finde, ist, dass viele Leute, also ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, von den Zeitzeugen, die wir immer noch haben und wer darüber redet, viele Leute den Honecker von 1989 im Kopf haben und nicht den von 1971, wenn man irgendwie vergisst, dass da auch wieder fast 20 Jahre irgendwo dazwischen liegen, wo er das Land irgendwie regiert hat. Also wenn man mit älteren Leuten spricht, da haben eben viele gesagt, dieser Übergang vor allem, der ja auch inszeniert war zum Teil genau als solcher, zwischen dem jüngeren Honecker und dem älteren Ulbricht, also da lag ja eine Generation dazwischen, dass der für viele irgendwie als Neuanfang da stand 1971, wo eben viele gesagt haben, auf einmal wurden zum Beispiel Jeans ernst genommen als Bedürfnis irgendwie, was die DDR-Bevölkerung hatte, und man hat eben nicht mehr so wie in den letzten Ulbricht-Jahren das so als was Rebellisches irgendwie empfunden und als was unterdrückt werden muss, sondern hat Honecker hat ja sogar Jeans importiert, originale Levi's Jeans über 1 Million aus den USA, was dann natürlich interessanterweise Chaos ausgelöst hat, als die hier ankamen. Aber er hat den Fokus stärker auf diesen Konsum und auf die Art und Weise, wie die DDR-Bevölkerung sozusagen reagiert auf die Regierung gelegt, mehr als Ulbricht. Also es kam mir so vor, auch durch die Recherche und auch als ich mit Leuten gesprochen habe, dass dieses Ulbrichtsche Modell des sozusagen bescheidenen Sozialismus, wenn man so will, in dem es keine absolute Armut und keine absolute kein Luxus sozusagen gibt, in dem sich jeder irgendwie arrangiert mit dem Mittel, was es eben gibt, hat Honecker nicht gereicht, weil er gesehen hat, dass die Leute irgendwie unzufrieden waren, dass man nicht mal die Möglichkeit hat, an dieses höhere Ende irgendwie ranzukommen, an Konsumgüter und an höhere Lebensstandards. Und als Honecker dann versucht, sozusagen so Elemente aus dem Westen reinzubringen, ob das die Jeans ist oder später die Kaffeekrise und so weiter, hat am Ende ein ziemlich anderes Modell sozusagen geschaffen, indem man immer wieder versucht, auf diese Bedürfnisse einzugehen, solche Sachen für ziemlich horrende Summen sozusagen importiert, um versucht, die Bevölkerung glücklich zu halten. Und die Bevölkerung dann sagt, okay, jetzt haben wir das und was kommt jetzt als nächstes? Und diese Erwartung sozusagen, die irgendwie Ulbricht versucht hat, wie man heute so schön sagt, Erwartungsmanagement sozusagen, wo man gesagt hat, okay, das gibt es eben einfach nicht. Wir haben billige Wohnungen, wir haben ein Gesundheitssystem, wir haben ein Bildungssystem, aber dafür gibt es keine Fernseher oder was auch immer, andere Konsumgüter. Davon rückt eben Honecker ab und setzt damit natürlich ganz andere Erwartungen über die Zeit hinweg. Und dazu kommt noch, dass die erste Generation jüngerer DDR-Bürger jetzt sozusagen aufwächst, erwachsen wird und sagt, okay, wir haben jetzt einigermaßen Lebensstandards, die hier so funktionieren. Okay, wir haben jetzt Wohnungen, die hier gebaut werden, wir haben Essen und so weiter. Was kommt jetzt als nächstes? Und die Erwartungen natürlich da sind, dass sich die Gesellschaft und die Politik modernisiert und weiterentwickelt. Und da hat Honecker dann wieder nicht das Bedürfnis, irgendwie da was dran zu ändern und weiter das sozusagen zu eröffnen. Aber es sieht erstmal 1971 so aus, als man zum Beispiel dann 73 die Weltschwertspiele hatte, die ja auch gerne, habe ich auch glaube ich noch irgendwo ein Bild da, so irgendwie so als rotes Woodstock bezeichnet werden. Und natürlich gab es da auch viel Repressionen dabei. Es sind ja auch viele Leute vorher auch weggesperrt worden, damit die sozusagen die Festivitäten nicht stören. Aber auf der anderen Seite waren 8 Millionen Leute, die irgendwie aus aller Welt nach Berlin gekommen sind und diskutiert haben, wo es Musik gab, wo auf einmal die Regierung weggeguckt hat bei Sachen, wo man vorher Probleme bekommen hätte sozusagen. Es gab diesen Moment, wo Leute irgendwie gedacht haben, jetzt tut sich was, es öffnet sich was, es verändert sich was. Und das ist auch, das kriegt man eben auch nur mit, wenn man nicht von hinten drauf guckt auf die Geschichte, sondern versucht, sich in diesen Moment von 1973 oder der Anfang der 70er Jahre sozusagen hineinzuversetzen und versucht zu verstehen, was die Stimmung sozusagen in dem Land zu dem Zeitpunkt war. Kaffeekrise lasse ich jetzt mal außen vor. Noch ein kleines Wort zur FDJ. Da habe ich auch wirklich die ganze Bandbreite von Erfahrungen von Leuten gehabt. Das liegt wahrscheinlich auch schon in der Situation, dass es eben eine Massenorganisation war, in der die meisten Leute waren. Aber hier kommt auch wieder, kam auch wieder ein interessanter Kommentar, ich glaube es war 1992, als Angela Merkel mal relativ unbedarft in der Öffentlichkeit gesagt hatte, dass sie ganz gerne in der FDJ war.
Und das explodiert es natürlich sofort. Und sie das dann fortan sozusagen nicht mehr erwähnt hat, bis dann irgendwann rauskam, dass sie da also auch, wie man diesen Titel dann nun auch nennt, dort Kulturfestivitäten und so weiter organisiert hat, als sie Studentin war. Und mehrfach irgendwie kurz versucht hat zu erklären, dass das normal war, aber das damit ziemlich angeeckt ist. Und dass es auch innerhalb der FDJ ja auch ziemliche Bandbreite sozusagen gibt zwischen den glühenden Vertretern, die da eben das sehr ernst genommen haben, aber auch vielen Leuten, die einfach die Möglichkeiten wahrgenommen haben, die das eröffnet hat, ob das jetzt kulturelle Organisationen waren oder Reisemöglichkeiten und so weiter, die man über die FDJ hatte. Also es ist meiner Meinung nach, braucht das auch ein differenzierteres Bild als das, was es davon gibt. Und dann letztlich noch, weil das irgendwie wenig in den Medien angesprochen worden ist, das Thema der Trassenarbeiter, also der Leute, die auf der Erdöl- und auf den Erdöl- und Erdgastrassen in der Sowjetunion gearbeitet haben. Da habe ich lange mit jemandem drüber gesprochen, Ulrich Struve, der in der Sowjetunion war und in den 80er Jahren sich freiwillig gemeldet hat. Das wurde einmal von einem Journalisten so als so kleine nette Nebengeschichte irgendwie abgetan. Das steht bei mir in dem Buch drin und das finde ich auch wichtig, weil das ein Beispiel dafür ist, wie die Menschen in den 80er Jahren versucht haben, und von denen gab es viele, die sich irgendwie in dieser kleinen Welt langsam etwas eingeschlossen gefühlt haben, denen das zu muffig war, aber die ja nicht raus konnten, dadurch, dass die Mauer da stand, die sich irgendwie versucht haben, eine Möglichkeit zu schaffen, sozusagen Spaß zu haben, ein Abenteuer zu erleben. Und das mit der Trasse ist natürlich ein extremes Beispiel. Er ist wirklich weggegangen, weil, wie er sagte, habe ich auch im Buch drin das Zitat, weil er sagte, ihn hat das alles angekotzt in der Firma. Er ist da jeden Tag hingegangen, es war immer der gleiche Trotz, ging nicht vorwärts, er hätte in der Firma nicht hoch und nicht runter gekonnt. Und dieses Abenteuer irgendwie zu erleben, einfach 3 Jahre raus, hat dafür seine Frau und seine Kinder sozusagen zu Hause gelassen, ist los mit anderen Männern, die in einer ähnlichen Situation waren. Und die hatten dort eben ja 3 Jahre lang sozusagen ihr Abenteuer und konnten mal raus sozusagen. Und da habe ich auch wieder so ein Beispiel von Angela Merkel, wo sie eben einfach mit dem Rucksack loszieht durch die Sowjetunion und dort eine Reise sozusagen macht. Und diese Sachen sind sicherlich extrem. Für andere war das eben die Gartendatsche oder der Verein oder so andere sozusagen soziale Bereiche, die man da gefunden hat. Aber das sind alles Beispiele dafür, dass auch in den 80er Jahren noch diese Nischen sozusagen existiert haben, die man, oder nicht mal nur Nischen, sondern ganze Lebensbereiche existiert haben, in denen man sozusagen sein eigenes Glück irgendwie gefunden hat. Und die Trasse stand dafür sozusagen ein als Beispiel. Also dann als Zusammenfassung, Nostalgie, also es war nicht mein Ansatz hier zu versuchen, ein nostalgisches Bild der DDR zu zeichnen, ganz im Gegenteil, ich habe versucht, ein sehr differenziertes Bild zu zeichnen. Was ich aber interessant fand, war die Vehemenz, mit der man versucht hat, das Buch als ein Nostalgiebuch zu zeichnen. Also es wurden ja wirklich Zitate genommen, wo die zweite Hälfte des Satzes gefehlt hat, die das Zitat total in den Kontext wieder zurückrutscht. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man irgendwie Angst hat, so ein bisschen vor der Idee, dass es Nostalgie gibt. Und das finde ich ziemlich interessant selber, weil ich kenne persönlich keinen, der jetzt komplett sagt, ich möchte die DDR wieder haben oder baut die Mauer bitte wieder auf, sondern für die meisten Leute geht es wirklich darum, sich irgendwie an ihre eigene Lebensgeschichte, an das Land zu erinnern, in dem sie gelebt haben, ohne a, sich rechtfertigen zu müssen und b, dass es halt immer wieder in dieselben Schienen reinpassen muss. Und um mal dann ein paar Statistiken zu zeigen, dass das wirklich nicht so ist, dass der Großteil der Ostdeutschen irgendwie das Bedürfnis hat, sich da irgendwie nostalgisch im eigentlichen Sinne dran zu erinnern. Also die Umfrage hier zum Beispiel, die wurde was sind es jetzt, 3 Jahre her, also als 30 Jahre Mauerfall war, 4 Jahre her, geführt, wo zum Beispiel 70% dort der Ostdeutschen, der Befragten gesagt haben, okay, in einigen Bereichen, in einigen wenigen Bereichen hatte die DDR-Gesellschaft Vorteile. Aber ihnen wird gesagt, dass sie irgendwie am besten in diese 9%-Kategorie reinpassen sollen, wo eben gesagt wird, man kann das nicht sagen, man kann nicht sagen, okay, es gab hier was Positives, was ich damals als positiv empfunden habe. Aber auf der anderen Seite eben auch nur 18% der Leute, die gesagt haben, es wäre in vielen Bereichen so gewesen und das ist vielleicht eher so die Nostalgie-Ecke. Aber auch interessant, wenn man das mit den westdeutschen Erwartungen vergleicht und dort eben auch ziemlich viele Leute irgendwie der Meinung sind, über die Hälfte, dass es in einigen wenigen Bereichen vielleicht besser war. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Beispiel auch drin, wo die Frau von Josef Strauß zu Honecker sagt, ich finde eure Kinderbetreuung gut, ich wünschte, wir hätten sowas im Westen.
und sich dann eben lange mit den Honeckers irgendwie darüber unterhält, ob es möglich ist, ob man sowas aufbauen kann, ob das geht. Also es ist ja auch nicht so, dass man, wenn man dieses Bild immer hat, dass es von Westdeutschen sozusagen nicht anerkannt worden ist. Mir haben auch viele Westdeutsche geschrieben, dass sie das Buch gelesen haben und die Dinge jetzt auch viel mit anderen Augen sehen. Wünschen sich die Leute die DDR zurück? Ist ein ziemlich klares Nein. Und ich finde, auf der Basis und selbst in Ostdeutschland auch, kann man über die DDR anders reden, ohne dass man dabei irgendwie die Geister der Vergangenheit heraufbeschwört. Die Leute sind selbstständig in der Lage zu sagen, das war in meinem Leben gut, das war in meinem Leben nicht so gut, ohne zu sagen, ich will das ganze Paket wieder haben und ich möchte jetzt gerne die DDR wieder aufbauen. Und ich finde einfach irgendwie diese Hitzigkeit und dieses Bedürfnis irgendwie nach dem eigenen Narrativ der DDR, dass es das Einzige sein muss, davon müssen wir irgendwie ein Stück weit wegkommen und einfach den Leuten vertrauen, dass sie auf Aspekte der DDR blicken können, ohne sozusagen nostalgisch zu werden. Wollen wir das mit dem... Nee, okay. Dann wollte ich noch als Letztes das stehen lassen, weil ich das schön fand, dieser Kommentar, der kam gestern oder vorgestern zu dem Buch auf Amazon von einem Westdeutschen und das fand ich eigentlich sehr... ja, beruhigend irgendwie zu wissen, dass das auch von vielen Westdeutschen gelesen wird. Ich kriege auch oft Leserbriefe von ihnen, aber das wollte ich nochmal so stehen lassen. Also das Buch zeigt uns Westdeutschen, dass uns das Leben diesseits der Mauer fremd bleiben wird, da es ein Erfahrungsraum ist, den wir nicht betreten können. Was wir tun können, ist uns einen verstehenden Zugang zu verschaffen. Aufklärung im besten Sinne, es erzeugt Reibung und das ist gut so. Also diese Idee sozusagen... Und das finde ich halt schön, dass das auch gefunden wurde in dem, was ich versuche, weil das war nämlich genau mein Ansatz, wie gesagt, dieses Buch eigentlich für die westliche Welt sozusagen zu schreiben, ist das verständlich zu machen, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, was ich über Angela Merkel auch gesagt habe, wie man in der DDR gelebt hat, wie der Staat funktioniert hat, wie er nicht funktioniert hat und das sozusagen zu tun, um Empathie, Verständnis hervorzurufen und nicht um sozusagen die DDR wieder heraufzubeschwören. Ja, wir haben heute Abend ja ein Stück weit miteinander auch noch was vor. Also zum einen Ihre Nachfragen meine ich damit, zum anderen aber jetzt im Anschluss direkt an die Präsentation des Buches ein Bühnengespräch zu führen. Wir beide miteinander auf der Bühne, wo ich zwei Vorbemerkungen tatsächlich noch voranstellen muss. Wenn Sie in unserem Flyer gelesen haben oder auf unserer Homepage, dass jetzt hier Stefan Wolle, mein Kollege, sitzt. Er ist kurzfristig krank geworden, von daher bin ich da gerne eingesprungen. Wir sind auch beide in der Materie ganz gut drin, nur mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass ich letzte Woche, als ich Ende letzter Woche den Anruf kriegte, im Urlaub in Dessau war und das Buch nicht dabei hatte. Also jetzt sozusagen mich ganz, ganz schnell in das Konkrete einarbeiten musste und nicht 4 Wochen Zeit hatte, oder mir Zeit nehmen konnte, wie unser Direktor für das Buch. Das zum einen als Vorbemerkung und zum zweiten, wir hatten es ja jetzt an verschiedener Stelle schon angesprochen, ist die Frage der Debatte, um die wir natürlich nicht drum rumkommen, in der wir uns bewegen, während der, für die Sie vielleicht auch ein Stück weit gekommen sind und wir uns hier versammelt haben. Als wir am 18., ich habe es mal rausgesucht, am 18.11. letzten Jahres, November, eine Mail bekommen haben vom Hoffmann und Campe Verlag, hatten wir nicht damit gerechnet, Sie vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, dass das Buch so einschlagen würde, so zum Diskussionsstoff avancieren würde und dass vor allem auch so viele Bezüge zu den aktuellen Fragen zu Ostdeutschland gemacht werden. Das Buch handelt an sich, bis auf den Epilog, der nachgeschaltet ist, über die DDR, beziehungsweise sogar, Sie haben es ja auch von der Quantität so rübergebracht, über die Vorgeschichte zur DDR, beziehungsweise die frühen Jahre der DDR. Das war nicht abzusehen und ich glaube, es ist auch eine Illusion, das trennen zu können. Spätestens seit der Debatte der Name Dirk Oschmann, Sie hatten ihn vorhin, glaube ich, selbst auch schon kurz mit eingestreut mit seinem Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, hat das Ganze natürlich befeuert und seit 3. Mai ist Ihr Buch hier in Deutschland erschienen. Sie haben es selber gesagt, Sie haben dafür auch viel Kritik einstecken müssen
Und eins haben aber beide Bücher und andere, die auch in dem Kontext erschienen sind, erreicht. Und ich glaube, das ist ja auch schon an sich ein Erfolg. Man spricht darüber. Wir leben von einer Debattenkultur, wir leben in einer Debattengesellschaft, zu Recht im Übrigen, Debatten, die so vielleicht auch ein Schwenk zur DDR so nie stattgefunden hätten oder in einem ganz anderen Kontext und Rahmen stattgefunden hätten. Auch das ist ja ein Teil der Gesellschaft, in der wir heute leben. Von daher möchte ich mich auf drei Aspekte in unserem Bühnengespräch konzentrieren. Drei Aspekte, die gar nicht so sehr in die Details der DDR-Geschichte reingehen, denn Ihr Buch ist ja auch ein Überblicksbuch, also keins, was sich mit einzelnen Aspekten beschäftigt. Und natürlich auch Ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst ein Urteil zu bilden. Denn als Buchpräsentation ist es natürlich nicht zwingend, dass man das Buch vorher schon hat und mitgelesen hat, sondern wir bieten es ja heute, beziehungsweise die Buchhandlung bietet es ja heute auch zum Verkauf an. Bilden Sie sich dann gerne im Nachhinein ein eigenes Urteil. Mir ist wichtig, über den Kipppunkt, den Sie ein Stück weit auch schon angesprochen haben, in der DDR-Geschichte zu sprechen. Mir ist genauso wichtig, über die verschiedenen Interpretationen historischer Ereignisse zu reden. Also so ein bisschen auch das Handwerkszeug oder was ist Aufgabe, was machen Historiker eigentlich? Und natürlich auch ein bisschen spielt da Ihre Biografie rein, die Sie jetzt ganz am Rand nur erwähnt haben, die ja vielleicht auch ganz interessant ist, dass Sie es ja eben nicht aus einer ostdeutschen Perspektive, 4 Jahre, da ist es schwierig, mit einer eigenen Lebensperspektive aufzuwarten, sondern eben aus einer, ich sag mal, Nachwende, einer britischen, was auch immer, Perspektive geschrieben haben. Sie leben über 10 Jahre jetzt schon dort, also dann nimmt man die Perspektive natürlich auch an. Diese drei Fragen, komplexe Themen schweben mir vor. Und zum Ersten, Sie haben den Aufbaumythos, Kipppunkt DDR-Geschichte, Stichwort, ja schon angesprochen. Ich glaube, es ist sehr schwer und wir bei uns im Museum stellen uns dieser Aufgabe ja auch täglich mit neuen Ausstellungen und Sonderausstellungen, diesen Aufbaumythos rüberzubringen. Ich, Gordon von Gudin hat es erwähnt, Baujahr 73, habe ihn natürlich auch nicht mehr erlebt, kann ihn als Zeitzeuge auch nicht berichten. Aber was glauben Sie aus Ihrer Sicht, wo ist die DDR gekippt, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise was war so ein entscheidender Moment, dass dieser Aufbaumythos weg war und die Identifizierung mit dem Staat nicht mehr in dem Maße war, wie wir jetzt hier auch teilweise ganz bunte Bilder gesehen haben von der FDJ zum Beispiel? Ja. Es ist ziemlich kompliziert, weil so viele Faktoren damit reinspielen. Also erstmal gibt es diesen Aufbaumythos nicht als universal Gefühl irgendwie. Also wenn man jetzt irgendwie in der Zeit zurückreisen könnte, man würde nach 1949 zurückreisen und man fragt verschiedene Leute innerhalb der DDR, was sie vom Staat halten oder auch was sie vom Kommunismus halten, dann kriegt man auch ganz verschiedene Meinungen. Also ich hatte auch ein Beispiel im Buch, wo eine Frau beschreibt, wie ihr Vater wirklich in absoluter Verzweiflung da gesessen hat und gesagt, er hat gerade den Narzissmus erlebt und jetzt kommen die Sowjets und drücken den roten Stiefel drauf. Also so eine Meinungen gibt es eben auch viele und es ist kompliziert zu der Zeit. Aber ich würde sagen, es sind hauptsächlich jüngere Leute gewesen, die eben in der Hitlerjugend so vernazifiziert worden sind, weil es einfach so weit reingegangen ist ins eigene Leben, wie man das von wenigen anderen staatlichen Systemen kennt, die dann alles verloren haben, deren ganze Welt sozusagen zusammengebrochen ist und für die man dann irgendwie versucht hat, auch sehr bewusst versucht hat mit der FDJ, man sieht das ja auch ganz am Anfang, dass die immer noch weiter Fackelzüge zum Beispiel gemacht haben, einfach den Hitlergruß irgendwie durch den Pioniergruß ersetzt haben und so weiter, also dass man irgendwie versucht hat, auch in deren Lebenswelt reinzugehen und was dort schon existiert hat, sozusagen versucht hat zu ersetzen. Und von den Leuten hat man relativ häufig, also mit denen ich zumindest gesprochen habe, hat man relativ häufig dann auch gehört, die waren eben dieser Meinung, die haben jetzt einen was verloren und wollten was Neues sozusagen aufbauen. Und dann ist ja auch gleich viel Wert auf Kultur, auf Theater, auf Film und so weiter auch gelegt worden und an Veranstaltungsmöglichkeiten geboten worden. Und in dem Gegensatz zu der Kriegssituation, die man vorher erlebt hat, gab es dann eben schon am Anfang diese Idee, dass man jetzt sozusagen loslegen kann und was Eigenes aufbauen kann. Und dass es dann zerstört worden ist, diese Idee, wo sie eben existiert hat, hat zum Teil politische Gründe. Und das liegt natürlich viel daran, dass man an einen demokratischen Sozialismus geglaubt hat, der dann sich natürlich nicht manifestiert.
Aber auf der anderen Seite liegt es auch daran, dass man ja wenig Chancen hatte, irgendwie aus dem, was es schon gab, wirtschaftlich zumindest, irgendwie was zu machen. Man hat irgendwie das kleinere Deutschland erwischt, das agrarischere. Das gab eben die Ruhr zum Beispiel nicht und auch bestimmte Rohstoffe, Energie und so weiter, was einfach gefehlt hat. Man musste Reparationen zahlen in Riesenmengen. Es ist ziemlich viel direkt vom Band hier auch wieder weggenommen worden als Reparation. Also man steht da irgendwie als 17-Jähriger an irgendeinem Fließband in der Fabrik und arbeitet dort wirklich von morgens bis abends. Und am Ende kommt ein großer LKW angefahren und nimmt, was man gerade produziert hat, wieder weg und fährt es in die Sowjetunion. Und gleichzeitig kommt man irgendwie nicht voran. Und ich glaube, das insgesamt hat zu so einem Gefühl geführt, dass es nicht vorangeht, weder politisch noch wirtschaftlich in dem Staat. Versuchen wir es mal zeitlich ein Stück weit zu verorten. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend, sich an Dingen festhalten zu können, zumal Sie den 17. Juni auch selber angesprochen haben und in wenigen Tagen der 70. Jahrestag des 17. Juni sein wird. War für Sie, für manche ist es ja, der Kipppunkt, ab wann die DDR eigentlich nicht mehr zu halten war. Würden Sie das unterschreiben oder ist für Sie da ein anderes Datum wichtiger, wo Sie sagen würden, ab dem Punkt war nichts mehr zu retten? Naja, es ist schwierig für mich, irgendwie da eine direkte Verbindung zwischen 1953 und 1989 zu sehen, weil da einfach ja, über 30 Jahre dazwischen liegen und man sich dann irgendwie fragt, wenn die DDR da zu Ende war, wie hat sie dann noch so lange sozusagen existiert gleichzeitig? Aber auf der anderen Seite ist es auch schwierig, wenn man nach 1989 guckt und rückblickend sozusagen auf die DDR guckt, sich vorstellen zu können, dass es jetzt noch 30 Jahre lang so hätte weitergehen können, weil einfach viele Faktoren da reingespielt haben, die es unmöglich gemacht haben. Schon mal von vornherein, wie gesagt, ist die DDR einfach ein künstliches Konstrukt war, was aus dem Zweiten Weltkrieg heraus entstanden ist und unter diesen spezifischen Bedingungen entstanden ist, hat schon dazu geführt, dass es sozusagen erhalten werden musste, dass man nicht einfach davon ausgeht, zum Beispiel niemand fragt sich, wann geht eigentlich Frankreich unter, weil es einfach existiert historisch heraus, sozusagen, selbst wenn es durch Krisen und so weiter geht, die Frage nicht ständig da ist, wird es untergehen, wird es sich mit in einem anderen Land zusammentun, während natürlich diese künstliche Teilung von Deutschland immer in den Hinterköpfen irgendwie drin war. Diese Magnettheorie, die es zum Beispiel gab, dass die zwei Deutschlands irgendwie so wie zwei Magneten wären und der Stärkere wird irgendwann den anderen anziehen, das existiert weiter in den Köpfen drin. Also das ist sozusagen schwierig, direkt eine Linie von 53 zu 89 zu ziehen. Ich wollte jetzt gar nicht so zwischendrin, aber wenn Sie es anbieten, nehmen wir es doch gerne auf. Ich wollte einfach nur offen fragen, welche Daten da an Ihrer, es gibt die berühmte Jugendstudie Ende der 70er Jahre, die zeigt, weil Sie von Jugendlichen gesprochen haben, dass sich die absolute Mehrheit der Jugendlichen der DDR abgewandt haben, was vorher eben nicht der Fall war, in den Aufbaujahren beispielsweise. Aber wenn Sie 89 und 53 ansprechen, ich finde, es ist ja auch Teil unseres Jobs, sage ich mal, als Historiker, Dinge zu vergleichen, vielleicht auch Dinge zusammenzufassen oder Modelle zu bilden. 53 ist es die Härte des Staates, die gesiegt hat, beziehungsweise die dazu geführt hat, dass der Staat weiter existierte, was ja faktisch so war. 89 hat der Staat implodiert und weniger die Gesellschaft explodiert. Also das ist die Mehrheitsmeinung der Historiker, sage ich jetzt nicht meine persönliche, dass die Staatsstrukturen implodiert sind. Und von daher muss es ja auch kein zwingendes Datum geben, wo man sagt, ab da ist ein Kipppunkt erreicht. Bei Ihnen ist es ja ganz wichtig, dass Sie sagen, dass es verschiedene Interpretationen historischer Ereignisse gibt, beziehungsweise Sie bieten uns Ihre Version an, so muss man es ja genau genommen sagen. Und ich finde es als absoluten Gewinn, dass wir die Möglichkeit haben und auch die Gelegenheit wahrnehmen, verschiedene Interpretationsmuster auch in unseren Veranstaltungen und unseren Sonderausstellungen anzubieten. Also von der, dass die DDR eine Sackgasse in der deutschen Geschichte war, was Sie sicherlich nicht unterschreiben wollen würden, weil Sie ja sagen, dass es zwei Parallele oder dass es zwei Parallelwege gab, bis zu einer zu Unrecht gescheiterten Utopie, wo ich nicht weiß, ob Sie es unterschreiben würden, aber zumindest sind es ja Theorien, die gehandelt werden. Es sind verschiedene Sichtweisen, wo ich glaube, dass wir sie auch tolerieren sollten. Jeder muss sich selber entscheiden, was er sich in seinen Bücherschrank stellt. Sie haben sich wahrscheinlich weitestgehend schon entschieden als Publikum, beziehungsweise was er in seinen Gedankenkosmos aufnimmt. Mich würden diese Aspekte, zwei Seiten, die Diktatur als zwei Seiten oder Diktatur und Alltag als zwei Seiten einer Medaille nochmal interessieren. Ist das trennbar oder gehört das integral zusammen?
Das gehört auf jeden Fall integral zusammen und das versuche ich ja gerade durch diese Einzelgeschichten, die ich da erzähle, auch immer wieder darzustellen, dass eben, was jemandem im Einzelnen passiert, passiert, weil es in dem Staat passiert und weil irgendwas sozusagen festgelegt worden ist oder weil die Strukturen bestanden sozusagen. Die Leute leben ja nicht losgelöst von dem Land, in dem sie sozusagen leben. Und das kann sowohl positiv als auch negativ, als auch wie in den meisten Fällen irgendwo in dem Spektrum dazwischen liegen. Aber der Zusammenhang besteht auf jeden Fall. Also diese Idee, dass sozusagen die Leute nur in ihren Nischen ein Leben gelebt haben und dann irgendwie aus ihrem Haus gegangen sind und ein anderes gelebt haben in der Öffentlichkeit, würde ich so nicht unterschreiben, weil ich es einfach so nicht gefunden habe, während ich die Recherche sozusagen betrieben habe. Also um mal nochmal ein Beispiel zu geben von der Frauenpolitik, um mal eins rauszugreifen. Ich habe da ein Beispiel drin von einem Mädchen, wo ihre Eltern werden zum Elternabend zitiert und den Eltern wird gesagt, ihre Tochter ist sehr klug und wir würden gerne wollen, dass sie an die Universität geht. Und die Eltern sitzen beide da und sagen, was, warum? Weil die eben aus so sehr einfachen Verhältnissen kamen, Angst hatten, dass sie dann scheitern wird, wenn sie an die EOS geht und dass dann das ganze Dorf darüber redet. Und sie hätten eigentlich lieber gehabt, dass sie sich irgendwie so eine sichere Position irgendwo da im Dorf sucht und weitermacht sozusagen sozial, wo sie herkam. Und das ist ja kein Alltag, der ihr dann widerfahren ist, der jetzt einfach so aus dem Nichts gekommen ist oder den sie selber kreiert hätte in der Hinsicht, sondern es wurde vom Staat gesagt, wir wollen mehr Frauen in den Fabriken, mehr Frauen in den Universitäten und insgesamt mehr sozusagen weibliche Beteiligung an der Gesellschaft. Und dann wurde den Betrieben und den Schulen und so weiter gesagt, so, ihr müsst jetzt mal eure Quote erhöhen sozusagen von den Frauen, den Mädchen, die an die EOS gehen und so weiter. Und diese Entscheidung von oben hat einen direkten Einfluss auf das Mädchen und jetzt sozusagen Frau gehabt und ihren ganzen Lebensweg gehabt. Von daher gibt es diese Beziehung auf jeden Fall zwischen Staat und den Leuten. Vielleicht ist es ja auch ein Teil der Kritik an Ihrem Buch, die Sie ja zum Teil auch zitiert haben, dass Sie sich sehr stark auf die Herrschaft, also Ulbricht Honecker, konzentriert haben und da vielleicht doch eine Kluft aufgekommen ist, die ich persönlich jetzt auch nicht so nicht sehe. Also ich nur ein Beispiel, wenn Sie am Montag einen Sandhaufen von rechts nach links schaufeln und am Dienstag von rechts von nach links wieder zurück, dann liegt er am Mittwoch immer noch da, wo er am Montag gelegen hat und Honecker und Ulbricht waren gar nicht dran beteiligt. Sie haben nur ein bisschen mehr Muckis bekommen. Also vielleicht ist das ja auch ein Punkt, der für uns spannend ist, darüber zu diskutieren und auch unterschiedliche Sichtweisen anzubieten. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Wir hatten uns im Vorgespräch kurz drüber verständigt, wo Ihre Sichtweise vielleicht sogar zu staatsfern war, das Beispiel der Automobilindustrie, wo ja immer wieder kolportiert wird, hätte man uns nur gelassen, die besseren Autos zu bauen, wäre alles gut geworden, ich verkürze jetzt bewusst, mit der Automobilwirtschaft und dem Staat, wo wahrscheinlich jeder westdeutsche Automobilmanager, die amerikanischen sowieso antworten würden, bei den geringen Exportchancen und den geringen Zahlen im eigenen Land sollten wir lieber das bauen, was sich wie geschnitten Brot verkauft. Also so kann man aufgrund von einer Faktenlage zu sehr unterschiedlichen Interpretationen kommen, zumal wir ja nicht gewissen, was passiert wäre, wenn. Denn wie Sie ja wissen, ist der Trabi unter Wartburg bis kurz vor Ende der DDR unverändert gebaut worden. Wobei, kann ich dazu ganz kurz was sagen? Ich finde es interessant, das ist ein Beispiel dafür, wo sich sozusagen Leute innerhalb der Regierung direkt darauf geeinigt haben, okay, dann machen wir jetzt keine großen Schritte dabei, sondern verbessern oder tun so, als wenn wir den immer stückchenweise sozusagen verbessern, aber im Endeffekt ist es immer noch das gleiche Auto, während man zum Beispiel bei so Kassettenrekorder fällt mir gerade als Beispiel ein, da irgendwie einen Riesenaufwand betrieben hat, nach Japan geflogen ist, geguckt hat, wie machen die das eigentlich, ganze Fabriken, ganze sozusagen ja, Produktionsmechanismen importiert hat und das versucht hat. Und da hängt auch irgendwie schon so eine psychologische Komponente mit dran, weil es null Interesse von irgendjemand innerhalb des Politbüros gegeben hat, irgendwie an der Automobilindustrie insgesamt. Aber da schon andere Leute an anderen technischen Sachen zum Beispiel interessiert waren und da einfach irgendwie mehr, ich sage ja nicht, dass es der einzige Faktor ist, aber da hängt schon irgendwo was dran, was man da priorisiert hat und was man nicht priorisiert hat. Ja, da kann man sich, das ist sicherlich ein weites Thema, was für viele Abende noch taugt, ob das Politbüro nur an neuen Autos interessiert war oder nicht oder eher an Kassettenrekordern. Fakt ist, beide waren teuer, ein Auto, ein Jahresgehalt oder mehr als ein Jahresgehalt, ein Kassettenrekorder und nur mal als Beispiel für die, die es nicht wissen, mindestens ein Monatsgehalt, wenn es ein Stereo-Kassettenrekorder war. Und
letzten Endes haben die Leute es trotzdem gekauft. Das muss man ja, darf man ja nicht vergessen. Wenn sie nicht die Westverwandtschaft hatten und dann doch lieber das Original aus dem Westen gekauft hätten, sie hatten es mit der Levi's Jeans ein Stück weit auch angesprochen. Und man darf auch eins nicht vergessen, ich weiß, Ihr Thema ist die DDR im Kern und wir in unserer Ausstellung beleuchten die DDR auch bis zum Mauerfall, weil danach war es eine andere DDR in den letzten Monaten, die noch waren. Aber man darf auch eins nicht aus dem Blick behalten, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Die DDR-Bürger haben die DDR abgewählt am 18. März 1990, zu einer Zeit, wo auch keiner damit gerechnet hat, mehrheitlich auch aus meiner Erinnerung raus, ja, die SPD wird es schon irgendwie machen, also so der lange Weg, irgendwann mal vielleicht eine Annäherung, aber es war der schnelle Weg, das dürfen wir nicht vergessen. Die Leute in der DDR haben gewählt und haben diese Entscheidung getroffen und natürlich ist sie ihnen verkauft worden, keine Frage, aber das ist eine Entscheidung, die man, glaube ich, nie als vergessen sollte, wenn man über die Fragen, die deutsch-deutschen Fragen nach der Wiedervereinigung spricht, beziehungsweise nach dem Prozess, den man Wende, friedliche Revolution, gibt es verschiedene Begriffe, der danach eingesetzt hat. Mich würde, um zu Ihrem persönlichen, dem persönlichen Aspekt ein Stück weit überzuleiten, zum Hintergrund, zur Intention des Buches haben Sie ja auch schon ein Stück weit was gesagt. Mich würde interessieren, wie würden Sie es denn beurteilen? Haben Sie eher auf das Thema und letztlich ja auch das Buch, was ja sicherlich ein Stück Ihres Lebens auch mitgeprägt hat, einen Ostdeutschen, da meine ich jetzt keinen DDR-Blick, das wäre absurd, haben Sie ja selber schon gesagt, sondern einen Ostdeutschen, einer jungen Frau, die in Jena studiert hat, die viele Freunde, vermute ich jetzt mal, hier noch hat, oder ist es doch eher nach den vielen, vielen Jahren in Großbritannien ein britischer Blick auf die DDR? Ein bisschen von beiden, würde ich sagen. Also die Idee war grundsätzlich zu versuchen, die DDR und die Gesellschaft und den Staat aus Sicht der Ostdeutschen heraus für ein westdeutsches Publikum zu erklären. Also man kriegt ja häufig auch Fragen gestellt von den Leuten und man kann daraus ein bisschen abschätzen, was muss man erklären, was verstehen die Leute, wie verstehen die Leute das und wie erklärt man das sozusagen, ohne dass man diese ostdeutsche Blickweise irgendwie verliert. Und deshalb war es mir auch wichtig, wie gesagt, da auch viele Leute irgendwie zu versuchen einzufangen, viele verschiedene Aspekte der Gesellschaft und des Staates einzufangen, aber das so zu tun, dass es irgendwie verständlich wird. Also es ist eine Hybridperspektive, die ich, glaube ich, immer noch habe zum Teil. Unser Direktor hat es in der Begrüßung, in den Eingangsworten auch schon ein Stück weit gesagt, wie müssen wir, oder gefragt in den Raum gestellt, wie müssen wir uns eigentlich, ich war auch noch nie in Großbritannien, gebe ich freimütig zu, in so einen Arbeitsalltag in London vorstellen. Oder was hat Sie, gut, was Sie bewogen hat, mag vielleicht ganz private Gründe gewesen sein, dahin zu gehen, aber wie müssen wir uns das, Ihren Lebensalltag vorstellen, wenn Sie nicht gerade ein Buch schreiben? Ich schreibe meistens ein Buch. Sie leben ja nicht vom Bücherschreiben in erster Linie, oder? Es ist Teil des, also ich bin freischaffend hauptsächlich. Also ich bin, haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, am King's College London, wo ich ziemlich in Forschungsprojekte und so weiter ein. Das ist auch freischaffend? Oder ich frage nur mal, wir kennen jetzt vielleicht die deutsche Universitätslandschaft ein Stück weit. Nee, also mir wurde ja auch vorhin schon mal aufgeworfen, was ein Fellow eigentlich ist. Also ich mache dort an verschiedenen Forschungsprojekten mit, halte Gastvorlesungen, mache viel Öffentlichkeitsarbeit mit denen, also wo zum Beispiel jemand gerade seine Doktorandenarbeit zum Beispiel fertig gemacht hat und das öffentlich präsentiert werden soll, weil das bei King's ziemlich groß ist, dass man eben die Forschung nicht für sich irgendwie behält, sondern im Dialog steht mit der Gesellschaft. Und dann halte ich oftmals die Vorlesungen zusammen mit diesen, mit halt Leuten, die Spezialisten auf sehr nischigen Gebieten sozusagen sind, um das einzuordnen. Ich mache ziemlich viel zur Holocaust-Forschung auch in Großbritannien, was so vor allem Zeitzeugen Projekte angeht, so Digitalisierung von Zeitzeugen, wo ich mitarbeite, auch mit einigen Deutschen. Es sind jetzt auch gerade zwei neue Projekte an der Staatsbibliothek hier gemacht worden. Das sind Themen. Ich meine jetzt eher so, muss man sich sie am Schreibtisch forschend vorstellen oder lehrend an der, vor Studenten oder? Naja, je nachdem, was da ansteht sozusagen. Okay. Also es kann gut sein, dass ich einen Tag in London verbringe, an dem ich früh eine Vorlesung halte, dann an mich mit jemandem treffe, der gerade an einem neuen Projekt irgendwo arbeitet und dann zu Hause noch einen Zeitungsartikel zu Ende schreibe, weil ich auch als Journalistin hier noch unterwegs bin. Also es ist ein ziemlich gemischtes Feld. Mich würde ganz persönlich noch interessieren, Sie haben ja Egon Krenz auch mit interviewt. Wie muss man sich das rein praktisch vorstellen, wenn man an jemanden Interesse hat wie Egon Krenz, ihn interviewen möchte? Wie haben Sie das gemacht?
Also wie muss man sich das rein praktisch? Sie können ja jetzt nicht im Telefonbuch geguckt haben unter Egon Krenz, nehme ich mal an. Nee, das ist auch eigentlich eine ziemlich abstruse Geschichte. Also der hatte mal einen wütenden Brief, einen öffentlichen Brief geschrieben an den Bundespräsidenten, in dem er seine Adresse obendrauf geschrieben hat. Und als ich dann recherchiert habe, wie ich an ihn rankomme, habe ich diesen öffentlichen Brief gefunden, weil er eben ein öffentlicher Brief ist, auf dem seine Adresse steht. Und dann habe ich ihm eine Postkarte geschrieben. Aber keine wütende. Keine wütende. Habe ihm erklärt, dass ich ein Buch über die DDR schreibe und dass ich dazu viele Leute interviewe und ob er mit mir reden würde. Und habe ihm die Telefonnummer da drauf geschrieben und hatte dann 2 oder 3 Wochen später Egon Krenz auf dem Anrufbeantworter. Was ein bisschen seltsam war, ein bisschen surreal war. Aber ich habe ihn dann zurück angerufen und habe gefragt, ob wir uns treffen können. Da hatte er gerade gesundheitliche Probleme, war im Krankenhaus lange und hat gesagt, wir müssen es dann später machen und so weiter. Und dann bin ich zu ihm gefahren und habe mich dort mit ihm unterhalten. Und hatte er sich über Sie vorher erkundigt, wer Sie sind? Oder wissen Sie, hat er das hinterher gesagt? Würde mich nochmal interessieren. Gute Frage. Ich weiß nicht, wie gut er im Internet unterwegs ist oder auch nicht. Weiß ich nicht so genau, um ehrlich zu sein. Er hatte mir ziemlich viele Fragen gestellt darüber, worüber es im Buch gehen soll und was ich sozusagen mit dem Interview vorhabe. Aber ich weiß nicht, ob er sich jetzt da noch weiter informiert hat darüber, wer ich bin und was ich mache. Ich fand es zu guter Letzt auch ganz interessant, dass Sie noch ein Bild von der Trasse mit eingestreut haben. Also wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, was Sie jetzt hier zeigen werden. Interessant deshalb, weil das auch ein Teil unserer Arbeit ist, eben diese verschiedenen Facetten zu beleuchten oder eben verschiedene Themen. Ist immer die Frage, wie man Erzählstrang und Thema Trend mit unseren Besuchern anheimzugeben. Die Trasse wird ein Teil unseres nächsten Sonderausstellungsprojektes sein, die den Titel Bruderland Sowjetunion trägt. Was nicht ohne Trasse geht, aber auch nicht ohne viele andere Aspekte wie Perestroika und Glasnost. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind und ganz sicher auch die Debatte um den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden neu belebt haben. Das kann man sicherlich ohne Zweifel sagen. Und an der Stelle ist es, glaube ich, ein guter Punkt, ins Publikum zu schauen nach Ihren Fragen.